Meine Freunde, mit diesen Bildern heißen wir euch herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer. Wir sind wieder unterwegs mit Pauli. Da vorne ist der Pauli. Jupp, weg ist der Pauli. Und zwar geht es heute wieder zu einem Overnighter. Auf einem, ja, was ist das? Keine Ahnung. Flugplatz. Und da sind wir jetzt auf dem Weg hin. Das zeigen wir euch gleich. Also, dranbleiben. Ja, es ist auch arschkalt draußen. Wir haben ungefähr um die 0 Grad. Und wir gehen nochmal davon aus, dass das eine frostige Nacht werden wird. Aber Pauli hat ja wieder sein Defense 5438 Plus. Ich habe diesmal den Defense 5. Schon mal die erste Bodenplane. Hier kommt gleich, oh, sieht man das? Da ist ein bisschen Duster schon. Da kommt hier die Isomatten rauf. Da kommt die andere Plane hin. Isomatte, Schlafsack. Hier werden wir kochen. Von da hinten werden wir Fotos ausmachen. Ja, und hier haben wir uns schon mal ein bisschen was vorgebaut, dass wir, ja, dass wir heute Nacht einfach nicht überrascht werden. Und ja. So sieht das Ganze aus. Hier können wir rausgucken. Und das ist unser Ausblick. Hier ist auch nochmal ein riesengroßer Hangar. Ja. Schön. So. Jetzt bringen wir ein bisschen Licht ins Dunkel, Pauli. Ja. Ja. So sieht das Ganze aus, Pauli, ne? Ja, wie gesagt, da werden wir gleich was köcheln. Mal gucken, was es heute Schönes gibt. Wir haben Reis, Frikadellen, Nudeln. Ach, irgendwas Schönes werden wir schon zaubern. Biwaksack. Schnuffelkäse. Und ein Defense 7. Oh, ich glaube das nicht. Das ist der neue 8. Das ist schon eine 8? Ja. Ah, okay. Der ist auch nicht offiziell raus. Na, ich habe den 5, weil ich habe noch ein Inlet drin. Ne? Deswegen. Die dürfen natürlich nicht fehlen, ne? Die guten, ja. Schön. Das ist Tradition. Das ist Tradition, genau. Prost. Schlummertrunk ist auch gleich fertig. Ja. Ja, geht gleich los. Ja. Was gibt's heute bei dir? Schmetterlingssticks vom Wildschwein? Sowas, ist ja. Für morgen früh. Bärnerwürstchen haben wir auch schon. Ein paar Frikadellen haben wir auch noch drin. Mit Käse wieder. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Bettchen sind auch gemacht, habt ihr ja gesehen. Und dann werden wir mal gucken, wie die Nacht wird, ne?
Wir sind in der Säcke. Und ja. Wir sagen mal bis morgen früh, Loli. Bis morgen Nacht. Und dann bis nachher, genau. Ihr habt gesehen, wir haben es 5.16 Uhr ungefähr. Wir können nicht mehr schlafen. Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr 12 Stunden in den Schlafsäcken verbracht. Nee, da kann man irgendwann nicht mehr liegen. Wir werden uns jetzt ja, erstmal was Käffchen machen, ein bisschen was essen. Ja, und dann werden wir uns zurück zum Auto schlagen. Boah. Gucken, wie es draußen aussieht. Ja, das kann man jetzt nicht sehen, aber es ist Weißrussen, es hat geschneit. So, jetzt haben wir uns erstmal Käffchen gemacht, der noch leicht nach Frikadelle schmeckt, da wir gestern noch ein bisschen Frikadellen gebraten haben und ja, es ist so ein bisschen noch eingetropft, aber tut dem Ganzen keine Ahnung. Pauli hat sich immer was ganz Spezielles ausgedacht heute. Assi-Feuer. Alles wieder sauber. Ja, wunderbar. Ich mache jetzt so die Tür auf. So Leute, ja, damit sind wir auch am Ende dieser Tour angekommen. Da vorne steht schon unser Auto. Wir werden jetzt nach Hause verlegen. Ihr seht's, es ist kalt, es schneit. Ja,
Ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn nicht, lasst auch einen Daumen da. Ansonsten abonnieren, ihr kennt das Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind raus. Haut rein.